Ein Gewerbehof in Berlin-Kreuzberg. Hier befindet sich Europas einziges Archiv der Jugendkulturen. Auf 700 Quadratmetern lagern tausende Bücher und rund 30.000 Fanzeitschriften aus unterschiedlichsten Subkulturen wie Gothic, Sprayer, Skater und Punk. Es gibt Tonträger, Kleidung und Kultgegenstände aus verschiedenen Jahrzehnten. Klaus Farin hat das Archiv vor fast 13 Jahren gegründet. Die Bibliothek selber wird viel von Studierenden genutzt, die ihre Master- oder Arbeit schreiben oder Diplomarbeiten früher, aber auch Jugendarbeiter. Es kommen öfter Leute vom Tatort vorbei, wenn die wieder einen Jugendszene-Hintergrund brauchen. Jugendtheaterleute, Schriftsteller, Lehrer, alle möglichen Leute, die halt mit Jugendkulturen sich beschäftigen und nicht so richtig Bescheid wissen. Und wir machen sehr viel Workshops auch für Schulklassen. Über die Landesgrenzen hinaus ist das Archiv der Jugendkulturen als wichtiger Forschungsraum anerkannt. Studenten aus dem europäischen Ausland werden eigens für ihre Abschlussarbeiten nach Berlin geschickt. Ich habe von der Universität Wien ein Stipendium bekommen, damit ich hier meine Diplomarbeit schreiben kann zum Thema Fanzines. Das sind Zeitschriften von Fans für Fans gemacht aus dem Bereich von Punk, Hardcore und Oi. Durch seine Arbeit beobachtet Klaus Farin seit Jahren die Entwicklung von Jugendlichen aus den unterschiedlichsten sozialen Milieus und Szenen. Er kommt zu einer überraschenden Erkenntnis. Eigentlich verändert sich Jugend kaum. Es gibt immer diese Mythen, die immer anfangen mit immer mehr, immer schlimmer, immer gewalttätiger, immer blöder, immer konsumtrottliger, immer mehr Alkohol, immer mehr Drogen. Das alles sind Mythen, die ältere Männer über die nächste Generation haben. Eigentlich haben wir heute mit einer sehr braven Jugendgeneration zu tun. Doch dem Jugendarchiv droht das Finanzielle aus. Derzeit zahlen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Miete. Eine eigene Stiftung mit 100.000 Euro soll langfristige Sicherheit bringen. Noch fehlen 85.000 Euro. Finden sich keine Sponsoren, können künftige Forschergenerationen hier wohl keine Zeitreisen mehr antreten in die Jugend ihrer Eltern und Großeltern.